Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dead by Daylight. Heute doch mal eine Folge als Killer. Heute ist der Ding Dong Mann. Ich nenne ihn Ding Dong Mann, ja? Für alle anderen, das ist der Geist. Glaube ich heißt er. Also, wartet, ich muss gucken. Du bist der Geist, ja. Ich spiele einfach just for fun. Und manchmal merkt man das auch einfach so. Von daher, ich nehme das nicht zu ernst. Und solltet ihr hier irgendeinen Twitch-TV und oder YouTuber erkennen, bitte nicht flamen und oder irgendwas anderes machen. Selbst wenn da vielleicht mal was im After-Chat steht, was nicht so nice ist. Ich glaub's zwar jetzt nicht. Bis jetzt waren alle nett. Noch. Aber trotzdem. Da haben schon wieder zwei eine Taschenlampe. Ein Leon und ein Dwight. Ich weiß jetzt schon, dass ich wieder angeklickt werde. Oh nein. Ja, mit Sadako habe ich ja zwei Typis umgeschnibbelt. Gut, ich habe alle vier umgeschnibbelt. Weil sie dann am Ende des Tages geteabaggt haben. Alle vier. Erst hat die eine angefangen, dann haben die anderen weitergemacht. Ja, und dann sind sie an einem Haken geendet. So. Das macht man halt nicht. Ne? Nee. Da war Sadako ein bisschen gekränkt und dann sind die halt versehentlich am Spieß geendet. So. Ach, für die Leute, die sich wundern, was der Hintergrund ist, der ist momentan in Attack on Titan-Style. Weil man sonst einfach komplett Banane wird. Oh, wie immer süß! Ich mag den Ding-Dong-Mann ja irgendwie, ne? Das schaut immer so gerade, also so ein bisschen... Oh nein, nein, nicht enthüllen. Ich bin innocent, unsichtbar. Okay, die sind gesperrt. Nein, die Weißen sind gesperrt. Gut. Wenn sie intelligent sind... Oder nicht intelligent. Hey Maggie! Mac, 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 Mac. Ding dong! Dingelingeling, Dingelingeling, hier kommt der Eiermann. Nein? Dingelingeling, Dingelingeling, ich halt die Eier dran. Aber Mac! Mac will schon wieder nicht mit mir spielen. Also tut mir leid, wenn euch schlecht wird in der First Person, ich kann nichts dafür. Denselben Fehler mache ich auch immer, deswegen weiß ich, dass du da runterspringst. Ich bin ein Killer. Okay, ich habe keine männlichen Stimmen parat, deswegen... Sorry, Mac! Guck mal, da hinten bauen zwei an einem Generator. Ich bin der Geist aus der Lampe. Wer will mit mir schmusen? Der Dwight, der Dwight, der Dwight. Au! Sag mal, denkst du, ich bin blöd oder so? Ich bin der Leon, ich bleib voll da sitzen. Hä? Sieht mich schon keiner, ne? Krass, Brudi. Leon. Ding, 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 ding. Hey, da ist ein Bill. Da ist ein Bill. Und der Bill läuft in den Keller. Der Bill in den Keller mit mir. Oh, komm doch her, du kleiner Bill. Bill! Sei doch nicht so. Bill! Bill! Bill? Bill. Da haben sie schon wieder eine Palette hingeschmissen. Das kann ich nicht. Aber, warte. Ich werde dich husten, Ben. Ich werde dich von deiner Rauch... Sag mal, bist du eigentlich dumm? Stöhnt da in der Besenkammer drin rum? Wer bist du? Boris Becker? Was soll das denn? Leon. Muss ich dir beibringen, dass das keine gute Idee ist? Gut, das ist keine Besenkammer. Ich weiß aber... Imagine, das wäre einer. Wer ist denn da schon wieder rumgerannt?
Bescheuert, ich sehe doch gerade Kratzer. Okay, jetzt reicht's. Ja, Mac. Der hat mich geblendet, der blöde Dwight. Dwight ist nicht mein Freund. So, jetzt hole ich mir Dwight. Wisst ihr, warum ich mir Dwight hole? Ja? Deswegen. Dwighty! Schnuggiputzi! Baby! Schnucki! Hasibär! Zweiti Laili, Lululu la 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 la, Twitel, Twitel Twig, Twitel Twing, Twitel die Tudeli Twi. Zweiti Lein. Hast du es immer noch nicht geschnallt? Was ist das denn? Bist du der Glöckner von Notre Dame oder was ist das für eine Bückhaltung? Ah, das ist ja schön, dass du mir in den Keller rein folgst. Dwight? Wollen wir ein bisschen im Keller rumspringen? Kein Problem. Bitteschön. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Keine Taschenlampen auf den Geist. Das ist unmöglich. Ding dong, ding dong. Ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. Ich bin der Ding dong Mann. Ich bin der Ding dong Mann. Au, ich steck fest, weil ich Ding dong kann. Warte. Ich hab gerade was gehört. Stöhnt hier schon wieder jemand? Hat da hinten. Es ist ein Leon. Es ist ein Leon. Und der Au-Leon will mich küssen. Leon. Leon. Wir fahren nach Lodge. Okay, das sei ist eigentlich anders, aber egal. Nein, das ist der Dwight. Sorry, Dwight. Ich wollte dich eigentlich gar nicht. Dwight. Willst du mir nochmal mit der Taschenlampe blenden, zufällig? Nee? Scheiße, ich hab voll daneben. Kannst du mal aufhören damit? Da krieg ich ja Kotzanfälle. Dwight. Was machen wir? Whitey Lai. Weißt du, es gibt da so eine Sache. Die nennt sich Taschenlampe. Ja? Au, der hat schon wieder diese Scheiße mit in den Rücken stechen. Dwight, jetzt bin ich wirklich sauer auf dich, Dwight. 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 Tu doch nicht sowas mit mir. Oh, Dwighty. Ich hab schon mal Nein gesagt und du hast es nicht verstanden. Jetzt bin ich traurig. Weil der Dwight nicht mit mir spielt. Oh. Hm? Wie heißt der? Rapper? Oh Gott. Was rappt denn der? Bestimmt Crap. Stöhnen. Da stöhnt jemand auf dem Bett. Hallo. Das ist ein Leon. Geh mir nicht auf die Nüsse. Und der Dwight schlägt mich. Aber weißt du, was ich jetzt weiß, die Dwighty? Du hast nämlich keinen. Piekst mich in den Rücken Ding mehr, weil du angefangen hast zu heilen. So, jetzt ist Schluss mit dem Scheiß. Oder hast du noch piekst mich in den Rücken? Nein? Cool.
aus. Könnt ihr mal endlich eure Taschenlampe sein lassen? Habt ihr das noch nicht gemerkt, dass das nichts bringt? Und jetzt hängt der Dwight. Und wisst ihr, warum der Dwight jetzt hängt? Weil er mich angetaschenlampt hat. Und ich das Kacke finde. Hallo? Is it me you looking for? You can see me in my eyes. Und ich schlag dich in den Arsch. Kleiner Leon, das macht man nicht. Mach nicht diesen mit deiner Lampe. Because that's not nice. Ding, 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 dicke, dicke, ding, dicke, dong, 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 doko, doko, dong. Vielleicht retten sie dich ja noch. Ja, lauf weg, lauf, Billy. Lauf. Dann kommt Meg zur Hilfe jetzt. Die rettet jetzt den Dwight. Den Leon. Die kann ihn ja gerne retten. Helfen, würde ich sagen. Aber. So. Du bist dumm. Meg, wenn du schlau bist, läufst du weg. Hast du gedacht, du kannst mir jetzt mit deinem blöden Ding anspringen? Also mit deinem Schrank? Das war schon ein bisschen dumm, Leon. La 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 la, Pomeluff. Eigentlich bin ich Pomeluff, ich bin der Geist. Ding dong, ding dong. Wartest du auf mich? Ich bin schon manchmal ein Arschloch. Es tut mir leid, ja, aber wenn ich Killer spiele und jemand mich mit Taschenlampen anblinkt, dann muss ich den ein bisschen umbringen. Und wenn jemand T-Bag, muss ich den ein bisschen umbringen. Und wenn jemand T-Bag und Taschenlampen macht, dann muss ich ihn halt ein bisschen mehr umbringen, so. I'm sorry. Bill war ja noch okay, der hat mich nicht getaschenlampt und Meg auch nicht. So, die beiden waren ja okay. Die zwei haben es ein bisschen zu sehr übertrieben. Also, vor allem der Dwight, die Man, der ist die ganze Zeit neben mir gestanden mit seinem Klicki, Klicki, Klicki. Ah, dieser Hexenbuckel war hart im Nehmen. Jetzt verstehe ich das. Ich dachte schon, der hat einen Hexenschuss oder so, weil der sich am Rücken so gehalten hat. Hat dem nicht viel gebracht, tatsächlich. Aber okay. Taschenlampen, Leute. Ach, schwierig. Ah, süß. Ich hab sie ja lieber am Ende des Tages. Nein, alles gut. Das ist auch nur eine persönliche Meinung zu Taschenlampen. Ich find's halt sehr anstrengend, wenn sie einem permanent ins Gesicht klicken. Und, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Pro-Ultra-Killer. Ich habe auch keine massiven Ultra-Perks oder so, was ja meistens den Killern vorgeworfen wird. So, du hast mich nur besiegt wegen deinem Perk. Kann ich jetzt, glaube ich, in dem Fall nicht. Kann man nicht behaupten. Man sollte aber halt auch ein bisschen als Survivor maybe mal ein bisschen mehr mit Köpfchen spielen. In manchen Punkten zumindest. Ich meine, die anderen beiden sind ja relativ gut durchgekommen, ne? Aber ich verstehe durchaus Killerspieler oder Killer-Mains, die sich dann zum Beispiel bestimmte Leute, die so übertrieben da rumzibbeln, rausholen und die dann halt auch irgendwann mal Hackfleisch machen aus denen. Weil am Ende des Tages, wenn ich da rumstehe und meine Zeit verschwende, indem ich dann teabagge, also meinen Arsch nach oben und unten wackel die ganze Zeit oder mit der Taschenlampe rumklicki-klicki, während der Killer gerade noch eine Person auf der Schulter hat und mir jetzt nicht ins Gesicht versucht zu blenden, beziehungsweise mir schon 50 Mal ins Gesicht geblendet hat und scheinbar nicht checkt, dass das nichts hilft gerade. Bis auf das eine Mal, wo Dwight die geschafft hatte, weil ich da gerade sichtbar werden wollte, etc. Da habe ich auch wieder was dazu gelernt, dass das dann ein bisschen ineventuell blenden kann in dem Moment. Aber
Ja, dann lauft doch einfach erstmal weg, gewinnt erstmal ein bisschen Land und holt danach eure Leute vom Haken runter so. Und vielleicht sollte man nicht so übertrieben von sich selbst überzeugt sein, sondern einfach ein bisschen mehr mit Just for Fun an die Sache rangehen und klar, gut spielen. Und dies, das ist ja alles okay, ist ja auch nicht schwierig. Aber ich glaube, kein Killer würde euch das zum Vorwurf machen, wenn ihr gut spielt als Survivor. Aber wenn ihr euch, glaube ich, so benehmt, mit diesem Klicky-Klicky und dem Teabaggen und dem dummen Kack, der dann manchmal am Ende des Tages im Chat geschrieben wird, muss sich so manch einer nicht wundern, wenn er dann am Haken endet. Genau, das war das Fazit zu dem Punkt. Wir haben den Geist gespielt. Wir haben zwei umgeschnibbelt, zwei sind entkommen. Gut, ich hätte auch Leon liegen lassen können und hätte Mac verfolgen können und sie vielleicht noch niederschlagen. Wollte ich aber nicht. Mac und Opi haben sich ganz gut geschlagen. Die haben auch haben auch soweit gut gespielt. Die haben nicht übermäßig toxic gespielt. Deswegen easy. Die Taschenlampenklickerer sind halt am Ende des Tages dann da geendet, wo sie hingehören, am Haken. Genau. Ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Ne? Und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr immer wisst, wenn ein Video rauskommt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wie immer, ciao, ciao.